Anomie. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren viralen GTA 5 Stunt auf TikTok nachmachen Video von Bros Plays. Alter, ich hab mich fast versprochen. Leute, ich lasse auf jeden Fall schon mal ein Like da für dieses Chuck Güzel Format und ich hoffe, ihr habt auch Bock auf die Stunts. Wenn ja, lasst ein Like da, wir sehen uns drin, viel Spaß, let's go. Oh. Wir haben jetzt hier schon mal einen Typen am Start und zwar ist er hier wieder so ein Rocket-Auto. Macht jetzt hier diesen Boost, Leute. Er macht jetzt auch so einen Backflip und dann landet er quasi auf dem Kran. Okay, also in der ersten Folge sind wir ja mit dem Scramjet auf der Macebank gelandet, aber ich glaube, Kran, Freunde, ist nochmal eine Nummer viel, viel weiter. Ich würde einfach mal sagen, weil wir hier so viel Verkehr haben und der mir jetzt schon direkt auf den Sack geht, Freunde, würde ich mal sagen, machen wir mal ganz kurz den Verkehr. Du wieder mit deinem Geschlechtsverkehr, Junge. Was bist du denn für ein gemeiner Hund? So, also im Endeffekt fährt er jetzt quasi so lang, springt dann, macht diesen Boost, Freunde. Okay, warte mal. Ich bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, wo der Kran ist, Leute. Und da vorne ist der Kran, Freunde. Bis da müssen wir hin, ey. Komm, Versuch Nummer 2, Freunde. So, Versuch Nummer 2. Okay, ich glaube, wir müssen ein bisschen Zeit lassen, bevor wir boosten, weil sonst fliegen wir die ganze Zeit gegen diese Wand. So, und jetzt boosten, Leute. Und jetzt will ich aber mal was sehen, ne? Komm, Digga, gönn. Komplett vorbei. In der Nähe vom Kran. Und ich glaube, das kann auf jeden Fall heute richtig lange dauern, bis wir den hitten. Das Schwere ist halt auch einfach, dass es einfach rückwärts ist, Freunde. Es ist ja nicht mal dieses Mal vorwärts, sondern es ist halt rückwärts. Und man kann das halt sehr, sehr schlecht erkennen. Aber hey, ey, das war schon gar nicht mal so schlecht, Leute. Der Stunt ist auf jeden Fall gar nicht einfach. Dass der Scramble einer der coolsten Autos ist, die man so benutzen kann zum Stunten. Aber mich schaffen wir das gerade nicht so gut. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Guck mal, wir müssen da vorne auf dem Kran. Kann doch nicht so schwer sein, Mann. Man muss irgendwie rückwärts kommen. Boosten, Freunde. So, okay. Und ein bisschen mehr in die Richtung. Alles klar. Oh. Und ey. Sehr geil. Wow, der sieht sehr gut aus. Der sieht gut aus, Leute. Drehen. Nein. Hey. Oh. Ja, moin. Wir sind zwar nicht ganz oben drauf gelandet, aber das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht, oder? Vielleicht habe ich den Stand ja auch ein bisschen falsch eingeschätzt, weil so wie der jetzt gerade mir rüberkommt, scheint der eigentlich so vom Groben her. Ja gut, man muss halt im Endeffekt auch auf dem Kran landen, ne? Das ist ja das Ding. Und also ich würde sagen, Leute, der ist schon schwer. Was meint ihr? Ich bin ja nicht der absolute Mega-GTA-Experte, aber ihr könnt es mir an der Stelle in den Kommentaren beantworten. Wie schwer schätzt ihr den Stunt hier ein von 1 bis 10? Das würde mich mal interessieren. Für die Kenner. Für die GTA 5-Kenner. Ich hoffe, das wird irgendwann mal fertig gemacht. Ich wollte auf jeden Fall mal Danke sagen, Leute, weil diese Folgen kommen halt echt übertrieben gut an, diese TikTok-Folgen. Zu Recht, die machen mir auch wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ja. Ich drücke mich auch manchmal ein bisschen, die zu machen, weil Stunts dauern halt sehr, sehr lange, Freunde, und wir sind schon wieder auf dem Dach. Kann ich verstehen. Aber auf jeden Fall hier von meiner Seite aus dort ein dickes Dankeschön. Also richtig, richtig korrekt von euch, dass ihr hier diese Folgen so supportet, auch mit Likes und so. Das ist nicht selbstverständlich und komm, also pass auf, ich komme jetzt mal erstmal ein bisschen an, okay? Streng dich mal an, Bruder. Und dann er boostet ein bisschen später, aber er macht auf jeden Fall einen kompletten Backflip, nice. Freunde. Nice. Damit kommt man, damit kommt man auf jeden Fall am meisten hoch, wenn man komplett durchzieht. Leute, jetzt haben wir es auf jeden Fall gleich. Und gegen diese ob du das jetzt wirklich gleich hast. Also manchmal frage ich mich echt, warum ich mir das hier antun, ne, Leute, weil diese TikTok-Stunts, die sind so schwer zu machen. Ich meine, die Leute, die brauchen dafür gefühlt ab und zu auch mal Wochen und ich probiere die hier ein paar Stunden zu machen, jetzt mal ohne Spaß. Dafür muss ich auf jeden Fall jetzt mal ein Like da lassen. Sprung, Hab ich schon. Und gib ihn Boost. So, ihn hoch Boost. Jetzt. Stopp. Oh Gott. Ey, der Versuch der Schrei. War so knapp. Habt ihr den gehört? Das Ding ist, wenn man es einmal knapp gehabt hat, danach geht's eigentlich immer relativ gut rund und... Ja, genau so. Adios, schönes Leben. Gib ihn, Boost. Komm. Ja. Drehen. Das wird doch was. Drehen. Ja. Alter, Leute. Wie perfekt einfach der Stunt gemacht wurde. Das war ja noch besser als das Original, Leute. Okay, hat das war nicht schlecht. Respekt an Broxo. Das war Stunt Nummer 1. Kommen wir jetzt direkt mal zum Stunt Nummer 2. Digga, dass ich den gerade geschafft habe, ne? Holy moly, Digga, richtig knapp, Digga, geil! Ja, aber der war gut. Okay, als zweites haben wir jetzt Motorrad-Stunt. Einmal abbauen und dann hier reinfliegt, Leute. Okay, also es sieht so aus, pass auf, mit dem Motorrad einmal so ein 180 drin, jetzt liken wir auf jeden Fall mal. Und dann fliegt er da quasi ins Parkhaus rein, Leute.
Ey, das sieht schon cool aus. Ich glaube, es ist sogar von irgendeinem von Evolve Stunting gemacht. Also Leute, auf jeden Fall nicht schlecht. Den Stunt probieren wir auf jeden Fall mal aus. Ich würde aber sagen, der Stunt ist leichter als der andere. Der Stunt sollte eigentlich ganz machbar sein. Man muss ja quasi so springen und dann sich einmal ganz kurz drehen und dann muss man quasi einfach nur in dieses Parkhaus reinziehen. Oh, Leute. Ja. Kurze Info, ne? Seit der zweiten Reaktion habe ich gewettet, wenn Brooks so einen Stunt First Try schafft, ne? Einen viralen Stunt. Digga, dann schütte ich mir einen Eimer mit Eis in meine Badehose rein, auf meine Eier. Erinnert euch an die Wette, weil ab der nächsten Folge, da werde ich sie definitiv vergessen haben, denn ich nehme die ersten vier Videos in einem Stück auf. Auf jeden Fall ein bisschen mehr Geschwindigkeit, Freunde, aber das sollte eigentlich machbar sein, ne? Ich meine, einfach hier in dieses Parkhaus rein und dann gib ihn. Ordentlich Geschwindigkeit am Stüssel, Freunde, ja, so, und wir gut. Drehen also uns einmal hier First Try, und, Leute. Ich bin safe. Ich hab ein bisschen Scooters da vorne erwischt, ne? Also ein bisschen Geschwindigkeit brauchen wir noch. Komm, Digga, das schaffst du locker. Ist fast erreicht, Freunde, so, Rüber und Mann, diese doofe Laterne. Und rechts, alles klar, und hoch, Sprung, Freunde, Freeze, 180 drehen und... Wow! Nein! Sah nicht schlecht aus. Wenn wir es jetzt direkt schon geschafft hätten. Da ist auch mal wieder ein Stunt, der so ein bisschen mehr Spaß macht, Freunde. Ja klar, der Scramjet-Stunt hat natürlich auch Spaß gemacht, aber so einer, das ist mal wieder was Neues und... Ah! Nein! Oh, fast wow! Nein, wir haben unser 6. Der hatte leicht Glück. Aber er steht auf, er lebt. Lauf, Johnny, lauf! Rechts einbiegen, Freunde, das ist mal das Wichtigste. Leute, wer kennt es nicht, die Reaktion, wenn ein Motorrad angesprungen kommt, du kriegst es halber ab und läufst erstmal nur weg. Und zack, nein, wir müssten, glaube ich, ein bisschen, obwohl, nein, in den Baum rein. Also ich muss sagen, das ist schon einer der cooleren Stunts, aber nein! Das wäre es jetzt gewesen, Alter, auf Ticket drauf. Voll gegen das Parkhaus geflogen, Freunde. Komm, Wheelie. Oh, der sieht gut aus, Aber weit, zu weit nach rechts, ne? Zu weit nach rechts, habe ich schon gesehen. Nein, der wäre genau rein gewesen, ich war aber zu weit rechts. Ey, weh, ich brauche für den einfach länger als für den Scramjet-Stunt. Das wäre auf jeden Fall absolut uncool, Freunde. Jetzt und wieder zu weit rechts. Aber ich bin einfach gerade zu weit rechts. Ich muss weiter von rechts nach links fahren. Aber hier, zack, wir müssen hier so reinfahren, so rechts und dann nach links so ein bisschen. Ja, genau so. Ja. Und? Ja, nein. Mann, einmal den Bounce von eben. Ey, man kommt auf jeden Fall immer näher. Und jetzt hier am Ende links fahren, genau. Sehr stark, der geht. Nicht. So, vorsichtig, jetzt links. Zieh, einigen. Junge, zieh! Oh, wow! Toll, okay. Bitte, lieber Stunt-Gott, gönn doch einmal mal ganz gönn kurz. Jetzt! Einmal nur Stunt-Gott! Gönnen! Nein! Und rechts! Das war gar nicht gönn. Und links! Und der wird gucken. Leider jetzt muss nix. Es. Lieber Stunt-Gott, bitte aus. Lass mich diesen Stunt... Dankeschön, Stunt-Gott, wirklich, Dankeschön. Das Ding ist bei den Stunts, Freunde, die sehen halt immer relativ leicht aus, sind dann aber so richtig, richtig schwer. Nee, also, nee. Mann! Die sehen gar nicht leicht aus, Bro. Egal, wie leicht dein Stunt ist. Hier vorne, der gibt einem immer so wenig Kontrolle über alles Mögliche. Aber hier, genauso einen bräuchten wir. Aber einfach, Mann, für die andere Seite. So, vorsichtig hier fahren. Und jetzt, ja, der ist gut. Ja, der ja, kann gut sein, Freunde. Der das kann ist gut er. Sein. Oh, Mann! Was? Der könnte gut sein. Aber ey, ganz ehrlich, ich hätte jetzt an der Stelle schon meinen gesamten PC zerstört, Alter. Der Trick ist nämlich einfach, hier sich nach vorne zu lehnen, hat man mehr Kontrolle und dann sich hier zu drehen, Freunde, ja? Okay, der nächste gute Versuch relativ. Was? War das eigentlich der Grind? Ich bin einfach auf der Laterne gegrindet. So, nach vorne lehnen, Moin. Freunde. Und jetzt hier. Nein, und Digga. Ticket. Ticket ziehen. Hier wird es auf jeden Fall ärger, die Scheibe kaputt gemacht habe. Schnell weg. Abbau, Leute. Lauf, ganz schnell. Oh, die Musik klingt vielversprechend. Müll. Da steht er auf. Applaus. Müll. Mach noch Applaus. Vorne lehnen. Und jetzt springen. Ticket. Brooks, du sollst als Ticketwächter arbeiten. So. Okay. Hoch da. Nein, ich hab vergessen, ja, das sieht gut aus, ne? Nein. Ey, jetzt geh doch mal da rein, oder was? Zu drehen, Leute, ne? Mann, bin ich ein Idiot. So, jetzt hier, aber komm. Ja, aus das dem sieht Weg. Gut aus. Aus dem Weg. Aus dem... Oh!
Als ob! Was, Leute? Oh mein Gott, wir haben es einfach geschafft. Digga, wie ist er da denn reingekommen? Rückwärts wie Wallclimb oder sowas gemacht, Leute. Und hier haben wir auch damals den ersten Stunt Holy gemacht. Mit dem Scramble. War das der erste? Ich glaube, der erste, ne? Leute. Krass, Bam, Leute. Alter, zweiten Stunt auch geschafft. Ja, Leute, das war's mit einer weiteren Reaktion auf die viralen Stunts. Und wenn ihr diese Folge auch so heftig gefunden habt wie ich, lasst auf jeden Fall ein Like da, schallert mal ein Abo raus, checkt definitiv noch die anderen beiden Videos aus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Fetter Kuss, Denno out.